Aber die Kirche ist ja so, nennen wir mal, jetzt bringe ich mal was Persönliches, den Papst Pius XII. Ich war bei ihm in seiner Zeit unten im Vatikan. Ich konnte sagen, ein heiligmäßiger Mann. Und er hat furchtbar gelitten. Schwer gelitten. Denn er hat einmal ganz klar geredet gegen Hitler. Da wurden, ich weiß nicht mehr genau in welchem Land, wer weiß das? Bitte? In Holland wurden dann Menschen umgebracht. Vom Hitler. Und dadurch wagte Juden, dadurch wagte der Heilige Vater nicht mehr noch deutlicher zu werden. Aber er hat angeordnet, was wenige noch wissen, eigentlich sollten das die Juden wissen, hat viele Juden gerettet in den Vatikan hinein und in den Häusern, wo in Rom war, der Kirche gehörten, hat sehr viele gerettet. Und jetzt, was ist? Man spricht schon heilig, kaum dass sie im Grab sind, die letzten Päpste. Aber diesen engelsgleichen Papst wagt man nicht, weil man könnte es mit den Juden verderben. Das ist nicht mehr Kirche. Das ist mir zu menschlich, zu feige. Naja, wer heute im Auftrage Jesu spricht, das könnt ihr glauben, wird zum Widerspruch aller, genau wie es abzumal war, wie es Jesus selbst ergangen ist. Zum Widerspruch. Jemand hat mir geschrieben, ich finde, der hat es sehr gut gemeint. Es ist schön, dass er so denkt, aber es ist falsch. Einer hat mir geschrieben, gehen Sie doch wieder zur Mutterkirche zurück und küssen Sie Ihre Wunden, die sie hat. Jesus Christus, nehmen wir ein anderes Beispiel, Papst Paul VI. Hat ausgerufen, offiziell, der Rauch Satans ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Soll ich jetzt den Rauch Satans küssen? Sicher nicht. Der ist zu bekämpfen. Ich kann nicht diese Kirche, die sich römisch-katholisch nennt, im Vatikan ist, da kann ich nicht mehr hingehen. Denn ich war ja unten. Ich habe gesehen, welch ein Morast, welch eine Sündhaftigkeit von Prälaten dort im Vatikan herrscht. Homosexualität, Pädophilität. Ein Eitergeschwür Satans. Und da soll ich mitmachen. Es gibt schon auch noch Gute darunter. Aber das ganze Ding ist teuflisch. Ich sage nicht, dass der Papst es nicht gut meint. Aber ich bin ein bisschen entsetzt, dass er mal sagte, es wäre der Beste eine Weltkirche. Ich vermisse bei ihm nicht die Nächstenliebe, die hatte, die zeigte. Aber ich vermisse bei ihm das Erste. Das Hauptgebot hat zwei Gebote. Das Erste ist Gott lieben und dann den Nächsten lieben. Aber die Liebe zu Gott, ich höre wohl, Gott liebt uns. Aber wir
Wenn du jemanden sehr liebst, was verlangst du denn, was wünschst du dir, dass er dich auch liebt, oder? Wir können aber unsere Liebe zu Gott nicht selber machen. Wir müssen das da aufmachen, dass er rein kann. Und dann können wir geben, denn was von ihm kommt, ist nicht einfach, was vergeht. Und das kann vergrößert werden und immer mehr, denn Gott ist auch unauslotbar. Er hat keine Liebe, Gott, wie es heißt. Er ist die Liebe.